Sie suchen etwas über Betreuungsverfügung, Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung im Internet. Und zwar etwas in leichter Sprache, sodass Sie das auch verstehen, worum es hier geht. Und wie finden wir diese Information? Sie würden einmal einen Browser öffnen, indem Sie einen Browser starten. Das wäre hier zum Beispiel der Browser Mozilla Firefox. Den habe ich jetzt hier so wie gestartet. Und wenn ich dann auf dieses Symbol hier einmal klicke, dieses Plus-Symbol, dann habe ich hier ein neues Fenster. Und dann haben Sie hier ein Suchfeld an dieser Stelle hier. Und da tippen Sie einfach einmal die Begriffe ein, die Sie suchen. Zum Beispiel Vorsorgevollmacht, das fällt mir jetzt gerade ein. Vorsorgevollmacht, so groß oder klein schreiben, ist eigentlich hier nicht so wichtig. Und dann würden Sie einmal schreiben in leichter Sprache. So, das ist schon alles. Und jetzt drücken Sie einmal die Eingabetaste, beziehungsweise hätten hier auf diesen Pfeilsymbol geklickt mit der linken Maustaste. So, und jetzt stehen hier verschiedene Ergebnisse. Einmal PDF-Datei, das wäre also auch eine Möglichkeit. Formular zum Ausfüllen, das wäre auch eine Möglichkeit. Mir geht es einmal darum, es gibt hier eine Seite vom Bundesministerium für Justiz und Verbraucher, BMJV. Warum das hier nicht noch einmal extra dargestellt ist, weiß ich nicht, weil ja hier auch extra steht, leichte Sprache. Und hier klicken wir einmal drauf. Und das ist schon genau die Seite, wo wir hinwollen. Jetzt öffnet sich dann diese Seite. Ich habe hier mit der linken Maustaste einmal draufgeklickt auf diesen Link hier, wo ich mich hier gerade befinde, BMJV, leichte Sprache, Betreuungsverfügung, Vorsorgevollmacht und so weiter. Hier sind dann noch drei Pünktchen und jetzt öffnet sich jetzt dann hier diese Internetseite. Das dauert hier in einen Augenblick, weil hier im Hintergrund wahrscheinlich noch andere Sachen laufen, schätze ich mal. Und dann haben wir einmal jetzt hier diese Internetseite. Und bevor wir uns jetzt verzetteln, möchten Sie einmal diese Seite, die Sie angezeigt bekommen, damit Sie sie später wieder finden, weil Sie zum Beispiel als ehrenamtlich tätige Person einmal hier diese Information wiederfinden möchten. Dann könnten Sie einfach hier oben einmal drauf zeigen auf diese Zeile und Adresszeile hier oben mit dem Mauszeiger klicken, einmal die linke Maustaste und lassen Sie los. Damit haben Sie diesen Begriff hier einmal, diesen Link einmal markiert. Jetzt zeigen Sie erneut auf diesen markierten Bereich hier mit dem Mauszeiger hier und klicken einmal die linke Maustaste und halten Sie gedrückt. Und jetzt schieben Sie einfach diese Information von diesem Fenster, Browserfenster, einmal hier auf dem Bildschirm in einem leeren Bereich rein, hier als Beispiel. Und schon haben wir einen Link, der zu dieser Seite führt. In Zukunft brauchten Sie also nur einmal auf diesen Link zu klicken und kommen automatisch hier auf diese Seite. So, und jetzt zu den Vorteilen dazu. Sie haben jetzt hier einmal die Möglichkeit, etwas in leichter Sprache hier darzustellen. Wir klicken also einmal hier oben auf leichte Sprache. Und jetzt steht hier einmal Information in leichter Sprache. Dieser Themenbereich wird überarbeitet, steht hier einmal oben. Hier steht einmal hier Betreuungsverfügung, Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung. Und das ist das Tolle hier jetzt. Wenn ich hier einmal draufklicke oder hier auf Mehr, das ist egal, dann sehe ich einmal hier diese Sache hier einmal angezeigt. Und jetzt geht es mir einmal darum, ich möchte das Ganze, was jetzt hier steht, möchte ich vorgelesen bekommen. So. Praktisch kann man das auch machen. Und zwar, wir gehen jetzt einfach weiter hier zu diesem Link hier. Hier steht einfach teilhaben.de. Und wenn ich hier einmal drauf zeige auf diesen Link mit dem Mauszeiger und einmal die linke Maustaste betätige, dann gelange ich hier zu dieser Seite www.einfachteilhaben.de. So, und jetzt suche ich mir einfach hier jetzt einmal etwas aus, was ich hier jetzt vorgelesen haben will. So, und jetzt geht hier zum Beispiel einmal unter Alter. Da könnten wir einmal schauen, ob da diese Information ist. Hier könnten Sie sich jetzt gezielt rechtliche Betreuung mal schauen. Ich klicke einmal zum Beispiel auf rechtliche Betreuung drauf.
Und dann könnte ich hier mir jetzt einmal das Ganze vorlesen lassen. Hier gibt es einen Button, der heißt Vorlesen. Und wenn ich hier einmal draufklicke. Rechtliche Betreuung. Diesen Artikel in Alltagssprache. Manche Menschen können nicht alles alleine entscheiden. Zum Beispiel Menschen mit verschiedenen Behinderungen und ohne Behinderung. Alte Menschen. Menschen mit Behinderungen. Menschen mit schweren Krankheiten. Die Menschen brauchen vielleicht Hilfe bei wichtigen Entscheidungen. Zum Beispiel beim Einteilen von Geld. Bei der Gesundheit. Bei Briefen vom Amt. Zwei Menschen am Schreibtisch. Eine Frau schreibt auf, was der Mann sagt. Dann kann die Person bei diesen Sachen Hilfe bekommen. Diese Hilfen nennt man rechtliche Betreuung. Man sagt auch gesetzliche Betreuung. Die rechtliche Betreuung muss sich nach den Wünschen der Person richten. Besonders alte Menschen brauchen manchmal eine rechtliche Betreuung. So, und so kann man sich hier verschiedene Sachen vorlesen lassen. Wenn Sie also dieses Vorlesen in dem Sinne hier jetzt nicht brauchen, sondern selber hier das Ganze lesen möchten, hier, dann könnten Sie hier oben noch einmal auf dem Pfeil zurück hier einmal gehen. Hier steht eine Seite zurück, Rechtsklick oder gedrückt halten, um Chronik anzuzeigen. Hier klicken wir also einmal zurück mit einem Klick der linken Maustaste und jetzt sind wir hier zum Beispiel wieder auf dieser Hauptseite und hier können Sie natürlich hier auch das vorlesen lassen, indem Sie... Ein älterer Mann sitzt am Computer. Arbeiten im Alter. Auch für ältere Menschen ist Arbeit wichtig. Mehr Arbeiten im Alter. So, und das hier gibt es dann eben ganz verschiedene Sachen, die einmal hier vorgelesen werden. Und weil wir ja hier uns hingeklickt haben, können wir hier auch wieder uns zurückklicken, hier wo wir vorher gewesen sind. Und dann haben wir jetzt hier zum Beispiel einmal hier, sind wir jetzt wieder hier auf der Seite leichte Sprache. Und hier gibt es einmal auch Alterssprache und hier gibt es aber auch einmal Gebärdensprache, sodass also auch Menschen, die eben das sonst nicht dran teilnehmen könnten, auch diese Informationen erhalten könnten. Ich gehe einmal hier auf Kindheit und Familie, klicke ich einmal drauf. Jetzt müsste das ja eigentlich in Gebärdensprache dann dargestellt werden. Mal schauen, was haben wir denn hier? Ach, hier steht hier noch mehr hier. Ja, ich gehe jetzt einmal zurück. Hier haben wir Alterssprache. Das ist also noch leichter zu verstehen, nehme ich einmal an. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf die Vorsorge, Frühförderung, da kann ich hier zum Beispiel einmal hier draufklicken. Frühförderung. Diesen Artikel in leichte Sprache. Mit Frühförderung werden heilpädagogische und medizinisch-therapeutische Maßnahmen für behinderte und von Behinderung bedrohte Kinder, wie zum Beispiel entwicklungsverzögerte Kinder in den ersten Lebensjahren von der Geburt bis zum individuellen Schuleintritt bezeichnet. So, jetzt stoppe ich das hier oben, indem ich hier oben noch einmal draufklicke oder hier könnte ich auch stoppen. Und das Schöne ist also, Leute, die jetzt zum Beispiel die deutsche Sprache auch etwas besser lernen wollen oder diesen Artikel. Ich stoppe das jetzt einmal, die deutsche Sprache besser lernen wollen, die können dann eben genau sehen, wo hier, wo man sich jetzt gerade befindet und welches Wort vorgelesen wird, sodass das auch für, ja, ich glaube 700.000 Analphabeten gibt es in Deutschland und da könnte man eben dann auch hier in dieser Art dann behilflich sein, weil das ja eben vorgelesen wird. Also insofern finde ich diese Möglichkeit auch für andere Zwecke eben sehr gut. So, jetzt gehen wir wieder einmal hier zurück hier oben. Und dann haben wir einmal hier den Start, wo wir gewesen sind. Ja, hier kommen wir nicht weiter zurück, sondern wir gehen jetzt einmal hier auf diese Seite, wo wir vorher gewesen sind. Das ist das vorhergehende Fenster. Und hier sind wir wieder einmal hier auf diese Seite, wo wir gelandet waren. Hier sehen wir dann eben alles. Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung. Und so kann man das dann ein bisschen lesen hier. Jedem Menschen kann es passieren und so weiter.
Und jetzt weiß ich nicht, dieses wird, glaube ich, jetzt hier so nicht vorgelesen. Das ist der normale Zugang hier, wenn man einfach als einer, der dem Ganzen hier lesetechnisch gewachsen ist, das Ganze dann im Vorlesen möchte. Hier steht auch noch YouTube hier. Wahrscheinlich wird dann hier auf YouTube dann auch noch einmal etwas hier zu diesem, ja, das ist wahrscheinlich hier Verbraucherportal, hier Publikation gibt es hier auch noch, sodass man hier einmal hier drauf gehen könnte oder Mediathek und Pressestelle und so weiter. Hier gibt es also ganz verschiedene Möglichkeiten, hier drauf zuzugreifen. Und ja, hier steht dann eben alles, dann hier was, ja, leichte Sprache, Betreuungsangebot. Und ich könnte jetzt einfach auch ganz normal, hier wäre Gebärdensprache. Was habe ich denn dann hier, wenn ich hier auf Gebärdensprache gehe? Da, jetzt haben wir einmal hier herzlich willkommen auf unserer Webseite. Wenn wir doch einmal hier klicken, dann was hier dann kommt hier, wenn ich hier auf das Bild klicke. Dann könnte ich hier einmal, hier wird das Video abgespielt. Nee, ich muss erst hier drauf zeigen, auf dieses Abspiel-Button hier. Ja, jetzt braucht das ja nicht laut, weil das ist ja Gebärdensprache. So würde auch anderen geholfen werden, die eben nur die Gebärdensprache hier etwas besser verstehen hier. Ja, und so wird eben jedem geholfen, je nachdem, welchen Einschränkungen er vielleicht hat. In Englisch kann es auch angezeigt werden, diese Seite, oder in Französisch hier, diese Möglichkeit gibt es hier auch. Und ich würde einmal sagen, also vom Grundsatz her noch einmal, wie sind wir hier hingekommen? Wir haben einfach nur eingegeben, einmal, ja, ich hatte ein Thema jetzt eingegeben, das, ja, oder wir geben einfach ein, ja, ein Thema wüssten wir eigentlich eher, sagen wir wieder einmal Vorsorgevollmacht, Vorsorgevollmacht in leichter Sprache. Denn es geht ja darum, dass Menschen, die eben vielleicht nicht mehr so fit sind, eben trotzdem diese Information vermittelt bekommen. Und zwar so, dass wir Worte verwenden, die sie auch verstehen. Jetzt habe ich hier diesmal auf Suche absenden bin ich gegangen und jetzt hatten wir hier einmal Vorsorgevollmacht in leichter Sprache. Und auch hier gibt es auch einmal hier, suchen Sie stattdessen Vorsorgevollmacht in leichter Sprache. Das soll also im Grunde bedeuten, es passiert ja schon einmal, dass man vielleicht des Rechtschreibens nicht so mächtig ist und so, dass man dann immer noch in diese Möglichkeiten dann vielleicht hier auch findet. Hier. So, und zwar Informationen in leichter Sprache, Bundesanzeiger geht hier auch, es sind also auch ganz verschiedene Seiten, aber mir geht es einmal darum, hier zum Beispiel, das ist hier die Seite, wo ich direkt drauf gehen kann, wo mir dann vielleicht eher alles vorgelesen wird, dass ich direkt dahin komme, dass wir also einmal hier die Sache, dann bin ich jetzt hier sofort in leichter Sprache und ich könnte mir jetzt das hier auch dann hier zum Beispiel hier herunterladen. Das war eine Möglichkeit hier. Und wenn ich das wieder gebrauche auf meinem Desktop-Bildschirm, dann zeige ich hier oben in diese rechte obere Ecke rein, auf dieses Symbol hier, tut man kleinern. Und dann könnte ich einfach jetzt sagen, hier diese Internetadresse, die ich jetzt hier gerade sehe, das ist hier dieser, der steht hier oben drin. Und wenn ich hier oben hin zeige mit dem Mauszeiger und einmal die linke Maustaste drücke, dann wird alles, dieser gesamte ewig lange Schriftzug einmal markiert, egal wie lang er jetzt ist. Wenn ich das also hier breiter mache, sehe ich, dass da noch viel länger alles ist. Aber er wird komplett einmal markiert. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt einmal diesen Link hier auf diese Internetadresse einmal hier als Verknüpfung auf meinem PC haben, dann würde ich jetzt hier oben noch einmal hier, ich klicke noch einmal drauf hier, dann wird das Ganze markiert bis zum Ende hin. Und wenn ich jetzt einmal erneut drauf zeige auf diesen markierten Link und die rechte Maustaste drücke und einmal auswähle. Ich könnte auch kopieren, auswählen, mache ich aber jetzt gar nicht. Jetzt habe ich mich vertan. Also ich zeige noch einmal. Ich zeige hier oben auf diesen Link, klicke einmal die linke Maustaste, damit ist das markiert. Ich bleibe mit dem Mauszeiger auf diesen markierten Bereich und würde einmal jetzt
die linke Maustaste erneut drücken und gedrückt halten. Das ist ganz wichtig, dass ich die gedrückt halte, wenn das hier markiert ist. Und dann ziehe ich diesen Link hier einmal runter hier und wandere dann mit dem Mauszeiger hier zu der Stelle hin, wo ich gerne hier eine Verknüpfung haben will auf meinem Desktop hier. Und jetzt haben wir hier diese Verknüpfung. Jetzt wollen wir einmal schauen, ob das alles klappt. Ich schließe ganz frech jetzt einmal alle Tabs, also alle Fenster des Browsers. Und jetzt hatte ich hier ja hier an dieser Stelle einmal, wenn ich hier hinklicke, sehe ich einmal, das ist eben diese Internetseite, die ich jetzt hier verlinkt habe. Und wenn ich jetzt einmal einen Doppelklick darauf mache, auf diesen Link, dann komme ich sofort hier auf meine gewünschte Internetseite. So, das ist also die einfachste Möglichkeit, wenn Sie einmal irgendwo auf eine interessante Seite gelandet sind, sofort hier eine Verknüpfung zu erstellen. Jetzt zeige ich Ihnen noch eine andere Möglichkeit, hier auch hier alles passend zusammenzufügen. Hier. Sie zeigen in einem leeren Bereich, denn Sie möchten einen Sammelordner machen. Jetzt klicken Sie einmal hier hin in den leeren Bereich mit der rechten Maustaste, wählen einmal aus Neu, wandern hoch, wandern rüber in der gleichen Höhe zu dem Untermenü, wandern hoch zu dem Begriff Ordner und klicken einmal die linke Maustaste. Jetzt steht da einmal neuer Ordner und Sie schreiben hier zum Beispiel einmal Vorsorgevollmacht. So, dann könnten Sie vielleicht auch noch einmal Sammelordner davor schreiben. Ich gehe noch einmal mit dem Pfeil-Zurück-Taste bis nach vorne hin und schreibe jetzt einmal Sammel. Also damit ich das sehe, hier sind mehrere Sachen gesammelt, denn mit einmal wird der Bildschirm so voll, dass Sie gar nichts mehr hier erreichen können. Dann schieben Sie einfach diese ganzen Sachen, die dafür interessant sind, die schieben Sie einfach hier einmal dann da rein. Diese Verknüpfung hier auch. Und hier war auch noch eins. So, und das haben Sie jetzt alles hier in diesem Ordner drin. Und doch schon sieht es hier viel leerer aus. Und wenn Sie jetzt gezielt hier als ehrenamtliche Helferin einmal gefragt werden, weißt du, wie das geht, dann könnten Sie einfach hier auf dem Ordner Sammeln, Vorsorgevollmacht draufklicken und jetzt haben Sie hier einmal hier diese vier Links hier zum Beispiel, um sofort dahin zu kommen, wo Sie hinwollen. Sie können einfach nur zum Beispiel einmal draufklicken, dann sind Sie beim Justizministerium, also Bundesministerium für, so ich vergrößere das hier einmal wieder, das Browserfenster. Mehr brauchen Sie nicht zu machen, um sofort die Informationen parat zu haben, um die es geht. Hier sind Sie jetzt einfach nur auf der Startseite vom Bundesministerium und hier ist natürlich die praktische Sache. Hier gibt es dann einmal hier die Möglichkeit, hier einmal beim Suchbegriff irgendwas einzugeben. Was geben wir denn jetzt einmal ein? Patientenverfügung. Patientenverfügung. So, dann wollen wir doch mal gucken, ob er hier irgendwas findet. So, Patientenverfügung. Und jetzt habe ich einmal die Eingabetaste gedrückt. Man sieht hier Synchronisation. Und dann haben wir hier Suchergebnisse. Zu Ihrer Sucheingabe Patientenverfügung wurden 86 Treffer gefunden. Und dann könnte man jetzt hier diese Treffer dann einmal auswerten und sich das raussuchen. Hier steht zum Beispiel einmal Textbausteine für eine schriftliche Patientenverfügung. In diesem Dokument stehen die Textbausteine aus der Broschüre Patientenverfügung. Die Textbausteine verstehen sich lediglich als Anregung und Formulierungshilfe. Für die Erläuterung in der Broschüre wird verwiesen. Hier Patientenverfügung, das wäre dann einmal ein Download. Wie bestimme ich, was medizinisch unternommen werden soll und so weiter. Also so einfach geht das, anderen zu helfen. Das, ja, ich würde einmal sagen, das soll es einmal gewesen sein. Vielen Dank, bis zum nächsten Video.